So, hier steht jetzt der Yogi von Cookie, dem Cocktail in der Flasche. Hallo Yogi. Hallo. Wie geht es dir? Also super, bei dem Wetter, bei den Leuten, super Stimmung, super Festival, kalte Getränke, was will man mehr? Ja, kalte Getränke, sehr, sehr gut. Das habe ich ja jetzt noch nie erlebt, so richtig Cocktail in der Flasche, gut, das schon, aber mit richtig Eis drin. Wie geht das? Ja, das ist die Errungenschaft. Das sind einfach Eisstücke in der Flasche, die werden als Stangeneis reingemacht, gebrochen. Und dann kommt der Cocktail drauf, der schon sehr kalt ist. Das wird schockgefrostet, damit die Flasche nicht platzt. Er wird tiefgefroren angeliefert und bei uns dann in einem Cookie-Toaster, der mit Infrarot und Mikrowelle arbeitet, einfach wieder erwärmt, dass die Flüssigkeit weich wird und das Eis hart bleibt. Und wie seid ihr denn auf so eine Idee gekommen? Das machen die Jungs aus Berlin, also von der Firma Cookie. Das sind Top-Jungs, die haben einfach eine klasse Idee gehabt und vermarkten das super gut. Und wir sind hier in Rüdesheim auf der Magic Bike Week mit dem Produkt seit letztem Jahr auf dem Markt und sehr zufrieden. Und wie kommst du dann jetzt zu Cookie? Ich habe die bei Transgourmet auf der Essenzmesse kennengelernt, habe die Chefs kennengelernt, ganz am Anfang, vor 4 oder 5 Jahren. Und seitdem muss ich das Getränk haben und muss es auch vertreiben. Das schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, was gibt es denn so für Sorten? Es gibt verschiedene Sorten. Mojito, Caipirinha, El Presidente, mein absoluter Favorit, Red Berry, Mint Passion, Wild Fruit. Also ganz, ganz viele, insgesamt 9 Sorten. Das Schöne ist, es sind echte Früchte drin, echte Blätter drin und einfach ein ganz, ganz toller Fertigdrink. Ja, und die Früchte, die werden dann quasi richtig klein geschnippelt und kommen dann auch in die Flasche? Genau, das sind echte Früchte, echte Minzblätter, echte Minze, echte Wild Berries, richtiges, echtes Obst, kann man essen. Und macht ihr das jetzt eigentlich auch selber oder kriegt ihr dann die Flaschen geliefert? Wir kriegen die Flaschen fertig geliefert, die kommen tiefgekühlt an und wir verkaufen sie. Ja, und jetzt sind wir ja hier bei Magic Bike Rüdesheim. Wie kommt ihr jetzt hier auf dieses Fest? Ja, wir sind hier aus Wiesbaden, also auch aus dem Rheingau und sind natürlich ein Teil der Geschichte. Und wir freuen uns mit Bernhard Jung, der Veranstalter hier von der Magic Bike Week, einfach jedes Jahr als Motorradclub dabei zu sein. Und seit 2 Jahren dürfen wir auch eine Stände hier machen. Ja, und was ist so das Besondere an dem Fest? Was findest du so besonders hier an dem Fest? 40.000, 45.000 Motorräder. Okay, und was ist so dein besonderes Highlight? Die Bands, die hier auftreten. Das sind ganz, ganz tolle Bands. Also hier sind jedes Jahr schöne Bands wie die Bee Gees, Manfred Mann, jetzt eine neue Band, New Roses, die in den Charts ganz weit oben ist. Und für kleines Geld, also die Eintrittspreise schwanken zwischen 15 und 35 Euro. Ich finde es erschwinglich, hier kann jeder hinkommen. Ja, dann vielen Dank für das kleine Interview und dann wünschen wir dir hier auf jeden Fall noch ganz viel Spaß und ja, und noch eine tolle Zeit und tolle Geschäfte hier. Danke, euch auch. Danke.